Als ich Moritz Bleibtreu und Jürgen Vogel bei den Dreharbeiten zu Stereo getroffen habe, da hätten die beiden mir am liebsten überhaupt nichts über den Film erzählt, für den sie gerade vor der Kamera stehen. Moritz Bleibtreu meinte, das wäre ein bisschen so, als würde man im Vorfeld von The Sixth Sense den Zuschauern verraten, dass die Figuren in dem Film nicht wissen, dass sie tot sind. So ein bisschen ähnlich ist es hier auch, aber in gewisser Weise auch wiederum ganz anders. Ich will auch gar nicht viel über den Film verraten, denn um was es eigentlich geht, das kapiert der Zuschauer wirklich erst ganz, ganz zum Schluss. Jürgen Vogel spielt Eric, ein Besitzer einer Motorradwerkstatt irgendwo in der deutschen Provinz. Und in diesem Ort tauchen eines Tages ziemlich mysteriöse Gestalten auf. Unter ihnen ein gewisser Henry, der wird gespielt von Moritz Bleibtreu. Und dieser Henry geht nicht mehr weg. Das ist wie so ein Parasit, der sich nicht abschütteln lässt. Der macht kryptische Bemerkungen. Und Eric hat auch das Gefühl, irgendwie außer ihm scheint niemand diese Figur überhaupt wahrzunehmen. Und man ahnt irgendwann, die beiden scheinen sich von früher zu kennen, aber Eric erinnert sich an überhaupt nichts. Stereo ist ein total abgründiger Trip in die menschliche Psyche, ziemlich krude manchmal, ziemlich schräg und gegen Ende auch sehr reißerisch. Und Max Ehrenwein hat es hier nach Schwerkraft zum zweiten Mal geschafft, einen Film zu drehen, der komplett alle Genre-Regeln über den Haufen wirft und vollkommen neue Wege geht und der vor allem eines sein will, nämlich völlig unangepasst und überraschend. Und das ist ihm gelungen und ich finde, das passiert im deutschen Film so wenig, dass man sich diesen Film auf jeden Fall ansehen sollte.